praktisch kastriert. Der einzige Paragon der letzten vier Generationen. Eine große Ehre für ein Mädchen aus der Schmiedekaste. Irgendeine Schatzsuche. Sie hat niemandem davon erzählt. War richtig abweisend. Sie hätte nicht darum gebeten, ein Haus zu gründen. Mache sich nichts aus Politik und wir wären so mit uns selbst beschäftigt, dass wir die dunkle Brut nie besiegen würden. Sie hat sogar alle bedroht, die sagten, sie würden ihr folgen. Wenn ihr Wachen seht, sagt ihnen, dass Orgren es wieder mal versucht. Reizend. Ich habe Gerüchte gehört, dass ein bestimmter Weinhändler mit seinen Zahlungen im Rückstand ist. Ich weiß nicht, was ihr meint. Ich bezahle meine Ausgaben. Was ist mit den Ausgaben, die eure Freundin Jarvia hat, wenn sie euch beschützt? Es ist nicht leicht, für Ruhe zu sorgen. Wie leicht könnte jemand beschließen, alles in eurem Geschäft in Brand zu stecken? Mein Geschäft? Bitte, ich habe nicht viel. Der Umsatz ist gering. Die Leute haben Angst. Sagt Jarvia, sie bekommt ihr Geld. Jarvia, reichen eure Versprechungen nicht, alter Mann. Lasst uns reingehen und nachsehen, was ihr vor uns verbergt. Das ist alles, was ich derzeit habe. Ich hätte mehr, wenn ich etwas verkaufen würde. Na sowas. Wir haben Besuch bekommen. Eine Freundin von euch? Geht einfach wieder. Das ist eine Privatsache. Bitte mischt euch hier nicht ein. Ihr wisst ja nicht, wie diese Leute sind. Dann werde ich uns einmal vorstellen. Es sind gefährliche Zeiten hier in Orsamar, Fremde. Zum Glück bietet Jarvia aus Mitleid Schutz vor dem Chaos an. Ihr tragt da einige wertvolle Sachen, die euch zum Ziel von Schurken machen könnten. Wenn ihr von der Charta eine Garantie für eure Sicherheit wollt, kostet euch das lediglich 10 Gold Sovereigns. Andernfalls weiß ich nicht, was geschieht. Schon gut, schon gut. Ihr habt gewonnen. Für 10 lausige Sovereigns will ich nicht sterben. Mögen die Ahnen euch für die Rettung meines armseligen Ladens segnen. Wie kann ich mich dankbar zeigen? Sie ist ein Monster. So einfach ist das. Die Charta hat früher nur eigene Leute ausgeraubt, aber seit Jarvia da ist, wagen sie sich sogar in die Oberstadt. Wer immer den Thron besteigt, sollte dieses ganze Nest ausrotten. Die Charta ist schlimmer als ein Rudel Höhlenratten. Ich gebe euch alles zum geringsten Preis, den ich verantworten kann.
Ich habe mal einen Fingerhut Zwergenbier getrunken. Eine Woche später bin ich in Jada wieder aufgewacht und trug nur noch meine Schuhe und ein Handtuch. Ihr seid hier nicht willkommen, Verbannte. Mir ist egal, ob ihr ein grauer Wächter seid. Ich mochte euren Bruder. Wenn ihr mit einem meiner Gäste sprechen müsst, bitte rasch. Aber bedienen werde ich euch nicht. Ja, aber ich finde ihn so abstoßend wie immer. Aber ich weiß, was von ihm zu erwarten ist. Bei euch hatte ich auf mehr gehofft. Das klingt glaubwürdig, aber euer Wort reicht mir dennoch nicht. Was wollt ihr jetzt hier? Er müsste beim Müllfass sein. Leicht zu finden. Alle machen einen großen Bogen um ihn. Seid gegrüßt. Sucht ihr einen Stuhl zum gemeinsamen Trunk? Ich empfehle das Flechtenbier. Es wird hier im Keller gebraut. Ich heiße Nevin und gehöre zu Prinz Belens Expeditionseinheit. Und ihr? Dunkle Brut. Solange das Gezücht lebt, lohnt es sich nicht, die Waffen auf jemand anders zu richten. Seid wachsam. Die Politik in Orzammar ist fast genauso gefährlich wie eine Schlacht. In Dwarven war aber auch, als wie in der Werke will noch denk. In dem der Rüssas der Rader war, hat den Wimmel war. Nach Sunkalano frug, in Primalano war. Er hante Kaparagan, wer am des Jür oder am des Sinn. En tin avreka an sordans ne deg barak skor helvaring. Var stak disa farva gorda jebindar deg kavirva. Was? Verschwindet! Ihr werdet euch verwandeln, wie all die anderen auch. In meinen Freunden verbergen sich Monstren. Sie folgen einem. Wenn ihr erst einmal mit drin hängt, ergreifen sie Besitz von euren Freunden und verfolgen euch! Seht her, ich habe Abschriften gefunden. Sie alle entstammen derselben Feder und sind älter als die im Gesang. Sie haben geschlafen, verdammt! Nehmt sie, ich will nicht mehr. Ich werde nicht auf der Suche nach einer Lüge verschwinden, niemals. Ihm gesagt, dass ich nicht verstehe, warum nicht jeder am Turnier teilnehmen darf. Was wollt ihr? Oh, ich habe von euch gehört. Die verbannte Prinzessin, die in der Rüstung eines Wächters zurückkehrt, um ihre Vergangenheit zu bewältigen. Es heißt, ihr hättet euch vor Harrowmonds Karren spannen lassen. Ich dachte, vielleicht könntet ihr mir, nun ja, bei der Suche nach Brunker helfen. Aber ich schätze, ihr seid einfach genau wie alle anderen. Ihr braucht keinen König, um einer Verderbnis entgegenzutreten. Ihr braucht einen Paragon. Sie werden von der Versammlung ernannt, aber sie stehen über ihr. Sie werden zu Adligen, aber sie sind weit mehr als jeder, der in ein Haus hineingeboren wird. Sie sind das, wonach jeder Zwerg mit Rückgrat strebt. Sie ist der einzige lebende Paragon der Stadt und wird seit 2 Jahren in den tiefen Wegen vermisst. 2 Jahre und niemand hat einen verdammten Suchtrupp zusammengestellt. Was geht euch das an, hä? Wollt ihr hinter ihre Geheimnisse kommen? Hat euch Harrowmond deshalb hergeschickt? Ich weiß, dass er versucht hat, etwas über sie herauszufinden und zu verstehen, wonach sie gesucht hat. Aber sie hat selbst mir nichts erzählt. Will er ihn für sich haben?
Ein klein wenig vergessene Technologie der Ahnen, um Belen aus dem Rennen zu werfen? Ihr sucht also doch danach. Natürlich, das ist alles, was die Leute interessiert. Los, verzieht euch endlich. Ich brauche verdammt nochmal was zu trinken. Macht nur weiter eure Botengänge. Aber bis euer Boss ernsthaft mit der Suche beginnt, bekommt ihr vom alten Orgren nichts als heiße Luft. So zeigen die Ahnen ihr Wohlwollen. Verschwindet, Staubfresser. Dafür brauchen sie unsere Mithilfe? Dafür hätte er mich beinahe geohrfeigt. Vermisst ihr das Kloster sehr? Ich hörte, ihr wärt dort glücklich gewesen. Ja, das war ich auch, meistens. Es war friedlich dort. Ich konnte einen Neuanfang wagen, weil keiner wusste, wer ich war. Aber manchmal bin ich auch froh darum, wieder auf der Straße zu sein. Der Ort hatte auch seine Schattenseiten. Nun, es waren eher die Leute. Ah, ihr seid zurück. Möchtet ihr im heutigen Tornei antreten? Damit hätte ich rechnen müssen. Aber es bedeutet böses Blut, wegen eures Bruders und überhaupt. Ich übernehme das und schreibe euch hier in meine Liste. Möchtet ihr unter einem bestimmten Namen geführt werden? Ich sage einfach, Grauer Wächter. Denn zum Haus Erduken gehört ihr nicht mehr. Wir haben sogar einen Platz in der ersten Runde. Seid ihr dazu bereit? Kommt bald zurück. Der... Ich habe dem Torneimeister bereits gesagt, dass ich nicht antrete. Wisst ihr mich weiterhin belästigen? Das klang ehrlich. Wenn ihr mich nicht gesucht habt, dann tut doch bitte so, als hätte ich überhaupt nichts gesagt. Nichts. Ich verlasse das Tornei. Also es ist so. Als ich jünger war, hatte ich etwas mit Revelka aus dem Hause Eduken. Eine Nebenlinie weit entfernt von der Thronfolge. Ihre Familie wollte sie verheiraten und brachte sie mit einem Bimo zusammen. Aber... wir haben uns weiterhin getroffen. Sie ist mit dem Erben eines bedeutenden Desch hier verheiratet. Wir hätten es längst beenden sollen, aber ich liebe sie. Wisst ihr, was das heißt? Jetzt hat Belen es herausgefunden und ich kann meinem Vetter nicht helfen. Sonst erfährt ihr Ehemann alles.